Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wieder, dass ihr alle eingeschaltet habt. Freunde, für die Leute, die mich da draußen kennen, wissen, dass ich der beste Ehemann bin. Und warum das so ist? Ganz einfach. Ich habe jetzt eine ultra hübsche Freundin, schon ganze 5 Jahre lang. Oder was? 4? Ja, warte mal. Ja? Schatz, wie lange sind wir jetzt schon zusammen? 4 Jahre. Ach, 4? Ja, ganze 5 Jahre. Und genau aus diesem Grund kenne ich mich natürlich in dem Bereich Beziehung blendend aus. Und genau aus diesem Grund braucht ihr euch keine Sorgen mehr um eure Beziehung machen, falls sie im Moment gerade schief läuft, weil deshalb seid ihr wahrscheinlich auf dieses Video gekommen. Ich werde euch jetzt Step für Step beibringen, wie ihr eure Beziehung wirklich richtig pflegt. Weil ich meine, 5 Jahre, 4, ist ja auch egal. Ich bin schon lange mit einem Mädchen zusammen, das heißt genug. Also kommen wir jetzt zu Step 1, wie ihr eine Beziehung wirklich pflegt. Und zwar überrasch sie mit deiner romantischen Seite. Ey, du hast so geile Titten! Nichts lieben Freundinnen lieber als Männer, die einem zuhören. Deshalb, Freunde, seid gute Zuhörer. Erzähl mir was. Schau dir jetzt zu. Schau dir immer zu. Erzähl mir was, komm. Erzähl mir etwas! Unter anderem ist es auch noch enorm wichtig, dass sich deine Freundin zu 100% auf dich verlassen kann und du immer zuverlässig bist. Schatz. Ja. Ich werde dich immer ficken. Du kannst immer auf mich zählen. Bist du dumm? Hä? Was willst du? Ich werde dich immer ficken. Ja, dich mal selber. Wenn du das alles jetzt schon gut beherrschst, sind wir auf einem guten Weg. Und deshalb kommen wir jetzt auch schon zu Tipp Nummer 2. Sei nicht so eintönig in deiner Beziehung. Bring ein bisschen Schwung in die Kiste und sei ein bisschen abwechslungsreich. Oh. Hallo Baby, wie war denn dein Tag? Hi. Halt dein Maul! Halt dein Maul! Was ist denn mit dir los? Hörst du so noch alle? Hä? Ich probiere nicht so eintönig zu sein, weißt du? Ich war eben gerade so fröhlich und dann so böse. Macht man doch so in der Beziehung. Nee. Wieso nicht? Hä? Lass mich jetzt in Ruhe. Sei nicht so eintönig in deiner Beziehung. Wie war denn jetzt dein Tag? Du willst doch... Halt dein Maul! Sag mal, bist du dumm? Ah. Jetzt war ich abwechslungsreich. Mit dem Maul. Oh. Und probier neue Dinge aus. Schatz, was hältst du davon, wenn wir mal was Neues ausprobieren? Ja? Ja? Ja. Was hältst du von... einem Dildo? Sehr spezieller, aber ja, warum nicht? In meinem Po? Ja, ich dachte, wir probieren halt mal was ganz Neues. Okay. Also, nicht, dass ich darauf stehe. Oh, Schatz, du glaubst doch nicht, dass ich darauf stehe. Was ihr auf gar keinen Fall vernachlässigen solltet, ist euren Partner selbst. Deshalb kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3. Und der beinhaltet, zeig deinem Partner, dass du dich für ihn interessierst. Hast du gerade gekackt? Ich interessiere mich doch nur für dich. Was mache ich denn falsch? Und Freunde, wir wissen es alle, Frauen wollen Männer, die wissen, was sie wollen. Blas mir ein! Na, geht's noch? Nicht
Nicht jeder Mensch ist perfekt und genau das solltet ihr euch in einer Beziehung ganz groß zu Herzen nehmen. Und somit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 4, der das beinhaltet. Geh mit deinen Schwächen offen um. Du kannst ruhig auch einmal eine Träne verlieren. Es ist nicht schlimm, deine Schwächen zu zeigen. Hab keine Angst, deine Gefühle zu zeigen. Also Schatz, wenn ich jetzt nicht gleich einen geblasen bekomme, dann fange ich an zu weinen. Bitte was? Fange ich zu weinen. Dann heul doch. Aber leise bitte. Frauen wollen Männer, die mit ihnen reden und über die Sachen sprechen, die sie gerade stören. Ihr kennt doch bestimmt diesen Satz. Schatz, du redest nicht mit mir. Schatz, sag mir, wenn dich was stört. Sei doch mal bitte ehrlich, das stört dich doch. Und genau aus diesem Grund, sagt ihnen, was dich stört. Sag mal, Schatz, ist irgendwas? Nee, du sollst nur mal deinen Busch rasieren. Was? Was? Was hast du gerade gesagt? Tipp Nummer 5 ist wirklich der simpelste Tipp und zwar, überrasch die Frau mit deiner Liebe. Lass uns ficken! Tja, ich war so die Abmord. Hey, wir haben irgendwie 12 Uhr nachts oder so. Wie würdest du dir jetzt machen? Wir sind jetzt mittlerweile auch schon wieder in Köln, da mache ich das halt mal wieder, weil du das nicht kannst. Doch, ich kann das auch. Ja, dann los jetzt. Jo, Freunde, wie hat euch das Video gefallen? Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ja, ist okay. Und was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal erzählst du aus... Machen wir das aus meiner Sicht. Genau. Und dann kommt rosa rot romantisch. Ja, genau. Da kommt wahrscheinlich eher so ein romantisches, normales Video rüber. Ja. Nimmt das alles nicht so ernst. Das ist natürlich nur Spaß. Wir haben so ein bisschen die Beziehung auf die Schippe genommen. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, falls ihr in einer Beziehung seid, wie lange ihr schon in einer Beziehung seid. Vielleicht gibt es da schon Leute, die vielleicht auch schon verheiratet sind. Wir sehen uns wieder nächste Woche Samstag. Und gebt uns einen Daumen nach oben, falls ihr sowas nochmal sehen wollt. Hey, das können wir aufhören, auf Pärchen zu machen. Ey, die Kamera ist aus. Fand ich cool, so spontan.